Seid mir wieder einmal willkommen bei Bleach Brave Souls und wir haben tatsächlich mal wieder ein News-Video. Ja, das machen wir tatsächlich auch. Wir machen tatsächlich nicht nur irgendwelche Pull-Videos, auch wenn das in letzter Zeit durch das Pop-Event natürlich zugenommen hat. Und zwar, es gab recht dicke Infos, die jetzt über den K-Lab-Stream rausgekommen sind, geschweige denn, die wir in-game schon mal auslesen konnten. Fangen wir mal an mit den Connection-Issues, die dürftet ihr ja, nehme ich mal an, auch mitbekommen haben, aber da gibt es hier einen herzlich wenigen Weg drumherum. Die sollen jetzt so primär langsam gelöst sein. Und dann war auch die Rede, was kriegen wir denn da an Compensation, was kriegen wir denn da als Wiedergutmachung zurück. Was wir kriegen werden, sind 100 Orbs werden wir bekommen. Wir werden 100 Soul-Tickets kriegen. Das sind 20x5 Pakete, die wir so bekommen werden. Also du löst ein Paket ein, kriegst 20 Tickets. So wird das Ganze aussehen. Oder 25? Nein, dürfen 20 Tickets mal 5 sein. Und zwei Events werden noch verlängert. Und zwar das Frenzy-Event, wo wir, die Frenzy-Quest, wo wir für Grimmjow gerade die Crystals farmen können. Das wird verlängert um ein paar Tage und das Second Anniversary Quest Event, wie ihr es nennen wollt, wird ebenfalls verlängert. Bis zum, lasst mich nicht lügen, Grimmjow geht bis zum 23. und Second Anniversary bis zum 16. Also haben wir da noch massig Zeit, gerade Second Anniversary wird von mir auf jeden Fall hoch und runter gefarmt und ich müsste mich mal langsam erbarmen, das Punkte-Event zu Ende zu bringen, dass ich das zumindest dadurch nicht verpasse. So, weiter geht's. Und zwar, es wird dann kommen, der Intensive Course wird wieder da sein. Und zwar Part Nummer 2. Ich denke mal, ich werde euch ein Bild davon hier auch gerade hingezeigt haben. Ist wie beim letzten Mal. Es sind relativ kurze kleine Boss-Rush-Runden, die ihr halt auch mit Low-Level-Charakteren sofern problemlos durchrennen könnt. Und ihr kriegt dafür aber eine recht hohe Chance, dass ihr das Raid-Material für die Charaktere, die ihr hier jetzt gerade sehen dürftet, dafür halt recht leicht und recht schnell bekommt, ohne dass ihr große Raids machen müsst, ohne dass ihr Koop machen müsst oder ähnliches. Könnt ihr natürlich einfach sagen, okay, ich will von dem und dem Charakter, der droppt halt für einen ganz anderen Charakter das Material, darum fahre ich einfach mal an dem, um da an meinen Zweck ranzukommen. Klingt jetzt so ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich tatsächlich recht leicht gedacht. Ihr habt dafür eine Liste, die und die Quest für den und den Charakter, droppt den und den Raid-Charakter-Material, wie ihr es nennen wollt. Und den macht ihr halt einfach so lange, wie ihr es braucht, bis ihr das Material für den Charakter, den ihr ausbauen wollt, fertig habt. Recht simpel und das Schöne daran ist, es gibt massenweise Orbs. Was ebenfalls wieder ein paar Orbs geben wird, ist dann nämlich einen Tag später Boss Rush Runde Nummer 7. Und es hat sich wenig zu sagen, nicht Nummer 7, sondern Nummer 8. Da gibt es nichts zu sagen, haben wir auch so schon ein paar Mal gemacht, sind ja mittlerweile doch relativ easy. Ich hoffe, dass sie vielleicht mal wieder ein bisschen knackiger werden, das wäre mir tatsächlich ganz lieb, weil die letzten zwei Runden, die waren ja echt, gab es da nicht mal einen zweiten Versuch, der da notwendig war. Wäre mal tatsächlich ganz nett, aber auch hier wieder massenweise Orbs, massenweise Herzen und am Ende des Tages noch eine Editing Brush, da können wir uns auch wieder nicht beschweren. So, jetzt die große pralle Info, die einiges ändern wird für uns. Und zwar, ab September werden der Global Server und der Japan Server dieselben Gachas zeitgleich bekommen. Heißt so viel wie, wir werden nicht mehr diesen Einmonatsunterschied haben zwischen Global und Japan, wie wir jetzt gerade zum Beispiel haben, dass als Step-Up-Event in Japan Ulquiorra, Halibel und Stark sind, wir aber jetzt erst bekommen haben Full Holo Ichigo, Tensei Zangetsu und Armored Yorichi. Das wird später nicht mehr so sein, also es wird ab nächsten Monat nicht mehr so sein. Da wird es nämlich heißen, bleiben wir bei dem Beispiel, Japan kriegt Ulquiorra etc., wir kriegen Ulquiorra etc. Es wird genau gleich sein. Hat Vor- und Nachteile für uns. Vorteil, ganz offensichtlich, wir haben die neuen Charaktere sofort da. Wir müssen nicht erst einen Japan-Server-Charakter aufmachen, um irgendwie da rankommen zu können, um die spielen zu können. Wir müssen nicht erst über YouTube irgendwelche 5000 Videos gucken. Ach, so spielt er sich. Ich freue mich schon auf nächsten Monat, wenn der dann mal zu uns kommt. Sondern nein, wenn der Charakter da ist, haben wir auch den Charakter. Wir haben die Option, da ranzukommen, ähnlich wie Japan. Hat für uns wiederum aber den Nachteil, dass wir halt unsere Ops nicht mehr planen können. Was insbesondere ich recht viel gemacht habe, ist, ich habe das halt ausgenutzt, dass da dieser Monat dazwischen war, habe mir halt angeguckt, das sind die Charaktere oder das sind die Gachas, die jetzt so den kommenden Monat für uns rauskommen, weil sie halt im Japan-Server auch so rausgekommen sind und kann dann gezielt sagen,
da möchte ich Orbs ausgeben, da möchte ich Orbs ausgeben oder da ist einfach gar nichts dabei, da werde ich Orbs einfach sparen. Heißt, jedes Mal, wenn wir jetzt Orbs ausgeben, müssen wir immer so ein bisschen Gefahr geben, dass das nächste Gacha, was danach kommt, potenziell besser sein könnte und uns vielleicht so ein bisschen drüber ärgern, warum habe ich da Orbs ausgegeben? Scheiße. Ist jetzt ein, sagen wir mal, First World Problem, weil Japan Server hatte genau das schon seit, naja, Einstieg vom Japan Server, das haben wir schon immer so gehabt. Wir haben da so, ja, so ein bisschen Luxus gehabt, was das angeht, zumindest was Orbs Management angeht, aber dafür haben wir jetzt, wie gesagt, halt die neuen Charaktere zeitgleich da. Gut, jetzt werden einige sich vielleicht denken, warte mal, wenn wir jetzt ab nächsten Monat schon das alles gleich ist, was ist denn dann mit den Charakteren, die da bisher schon rausgekommen sind? Was ist denn mit Ulquiorra, Stark etc.? Wie schaut es mit uns aus? Sagen wir mal so, der kommende Monat, der wird recht vollgepackt für uns. Direkt nach dem Step-Up-Summon werden wir kriegen das Mid-Month-Gacha von Japan, das was sie zuletzt hatten, das Chimera Cord, halt die drei Damen, die Halibelder unterstützt haben. Sagen wir mal, lass mal dahingestellt, wie brauchbar die jetzt so tatsächlich waren. Sobald dieses Gacha auch schon vorbei ist, das nächste, was wir kriegen werden, ist sofort auch schon Ulquiorra, Stark, Halibel. Heißt, wir werden wahrscheinlich innerhalb von 2 Wochen werden wir die Charaktere auch schon alle bei uns haben. Wenn ihr die also haben möchtet, dann solltet ihr eure Orbs am besten jetzt schon mal aufbewahren. Wird ein ganz normales Ende des Monats Gacha sein, heißt 6% Chance, einen Charakter überhaupt zu ziehen. Und soll wohl auch einen Fillerpool haben von 9 Charakteren. Also effektiv genau das, so wie Step-Up jetzt gerade aussieht, minus halt die Tatsache, dass wir extra Sachen kriegen, wie zum Beispiel 100%igen 5-Sterne-Charakter. Und sobald das Gacha dann vorbei ist, werden wir die Charaktere kriegen, die jetzt Japan nächste Woche, ein bisschen nach nächste Woche kriegen wird, weil die haben dann ja wieder ihr Mid-Month-Gacha. Das wird für uns halt dann vorgeschoben, dass wir das halt in 3 Gachas kriegen. Ein bisschen konfus, tut mir leid, weil anders kann man es so auch leider nicht wirklich erklären. Ich versuche es ja schon mit den Bildern hier so ein bisschen zu bewildern. Aber was Japan da kriegt, wissen wir schlichtweg nicht. Also habe ich noch nicht mal Material, was ich euch zeigen kann. Sorry. Heißt dann aber, sobald das Ganze durch ist, danach wird dann auch schon, oder sollte zumindest zu der Zeitrahmen sein, sollte dann auch schon das Ende des Monats Gacha kommen für Japan. Und das wird dann dasselbe sein wie Ende des Monats für uns. Heißt, wir haben jetzt 3 Gacha vor uns, die wirklich nur Content sind, die nicht diese typischen Filler-Gacha sind, von wegen Attribut, Summon, Speed und dann habt ihr einfach 3 wild ausgewählte Charaktere. Nee, ist nicht mehr. Den kommenden Monat haben wir einfach nur Content, 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 nur massenweise neue Charaktere. Und dazwischen geschoben dürfte dann auch nochmal das Swimsuit-Summon kommen für die Leute, die da nichts gezogen haben. Ich hebe da einfach mal ganz freundlich meine Hand. Die haben dann noch einmal die Chance, überhaupt was rauszuziehen oder halt den Charakter zu ziehen, den sie haben wollen. So eine Riruka wäre tatsächlich ganz nett. Ja, das war jetzt wie gesagt eine recht dicke Info, die da gekommen ist, dass wir das halt schön angeglichen haben mit dem Japan-Server. Wird einiges für uns ändern, wie gesagt, wie wir halt vorgehen, was Orbs etc. angeht. Sagen wir mal, ich bin gespannt. Man müsste sich dann tatsächlich einen Kopf machen, wie man jetzt fortan mit den Orbs umgehen will. Vielleicht auch mal gucken, dass Caleb, ist mir so zumindest aufgefallen, hat so die Angewohnheit, ein paar Gachas vor dem Endmonth-Gacha, wo man immer noch ein paar Filler-Charaktere mit drin hat, ein paar der Filler-Charaktere auch noch mal unterzuschieben in die Gachas, die davor kommen. Deswegen, ich werde zumindest so Ende des Monats auf jeden Fall keine Filler-Gacha ziehen. Weil in der Regel hat sich das dann wohl nicht mehr so wirklich gelohnt, wenn es im nächsten Gacha eh schon wieder mit drin ist. Dann ziehe ich die Charaktere doppelt und dreifach. Aber ja, auch hier, wir müssen gucken. Werden wir uns einfach mal überraschen lassen. Wir kriegen so zumindest, wie gesagt, erstmal eine dicke Handvoll Orbs wieder in der Hand gedrückt. Heißt, wenn ihr Ulquiorra, Halibel oder Stark haben möchtet, dann habt ihr da zumindest noch ein klein bisschen Backup. Wenn ihr nicht sogar komplett ausgebrannt seid vom Step-Up-Summon, dann habt ihr da ja wahrscheinlich ohnehin noch ein bisschen was übrig. Ihr wisst, wie es bei mir aussieht. Bei mir ist das Ganze nämlich nicht der Fall. Letztes Video war ja erst, solltet ihr das noch nicht gesehen haben, das war nämlich ein etwas überteuertes Ding, um es mal so zu sagen. Da haben wir nämlich ganze 200 Euro in Step-Up-Summon reingesetzt. War eine, sagen wir mal, nette Erfahrung. Blech. Jo, und dann wäre es das sogar schon von meiner Seite. Was sagt ihr dazu? Freut ihr euch, dass es jetzt angeglichen wird? Freut ihr euch, dass wir die neuen Charaktere jetzt zeitgleich haben? Oder seid ihr da so wie ich und sagt, kann ich meine Orbs nicht mehr so planen? Wird erstmal eine interessante Geschichte. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Ciao.